Inzwischen waren sie wieder in Jerusalem angelangt. Als Jesus im Tempel umherging, kamen die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes zu ihm und stellten ihn zur Rede. Woher nimmst du dir das Recht, so aufzutreten? Wer gab dir die Vollmacht dazu? Jesus erwiderte: Ich will euch eine Gegenfrage stellen. Beantwortet sie mir, dann werde ich euch sagen, wer mir die Vollmacht gegeben hat. War Johannes der Täufer von Gott beauftragt zu taufen oder nicht? Was meint ihr? Sie überlegten: Wenn wir antworten, Gott hat ihn gesandt, dann wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Was ist, wenn wir bestreiten, dass Gott ihn gesandt hat? Doch sie befürchteten deswegen, Ärger mit dem Volk zu bekommen, denn alle waren davon überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So antworteten sie schließlich: Wir wissen es nicht. Darauf entgegnete Jesus: Dann sage ich euch auch nicht, wer mir die Vollmacht gegeben hat, all diese Dinge zu tun. Dann erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Ein Mann legte einen Weinberg an, zäunte ihn ein, stellte eine Weinpresse auf und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an einige Weinbauern und reiste ins Ausland. Zur Zeit der Weinlese beauftragte er einen Knecht, den vereinbarten Anteil an der Ernte abzuholen. Aber die Weinbauern packten den Knecht, schlugen ihn nieder und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Besitzer einen zweiten Boten. Dem schlugen sie den Kopf blutig und verhöhnten ihn. Den dritten Boten des Weinbergbesitzers brachten sie um. Immer wieder versuchte der Besitzer, zu seinem Ernteanteil zu kommen. Doch alle, die in seinem Auftrag hingingen, wurden verprügelt oder sogar getötet. Nun blieb nur noch einer übrig, sein einziger Sohn, den er sehr liebte. Ihn schickte er zuletzt. Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben, sagte er sich. Aber die Weinbauern waren sich einig: Das ist der Erbe. Los, den bringen wir um und dann gehört der Weinberg uns. Sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was meint ihr, wird der Besitzer jetzt wohl tun? Er wird selbst kommen, die Weinbauern töten und den Weinberg an andere verpachten. Habt ihr nicht die folgende Schriftstelle gelesen? Der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist nun zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Was keiner für möglich gehalten hat, das tut der Herr vor unseren Augen. Am liebsten hätten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes Jesus festgenommen. Sie hatten verstanden, dass er in diesem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Aber sie wagten sich nicht an ihn heran, weil sie vor dem Volk Angst hatten. So ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Danach schickten sie einige Pharisäer und Anhänger von König Herodes zu Jesus, um ihn mit seinen eigenen Worten in eine Falle zu locken. Lehrer, sagten sie scheinheilig, wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund, ganz gleich, wie viel Ansehen sie besitzen. Nein, du sagst uns frei heraus, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Deshalb sage uns, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen? Sollen wir sie bezahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Falschheit und sagte, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir ein Geldstück. Sie gaben ihm eine römische Münze. Er fragte sie, wessen Bild und Name sind hier eingeprägt? Sie antworteten, die des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm gehört. Seine Zuhörer waren überrascht. Diese Antwort hatten sie nicht erwartet.
Später kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese Leute behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten. Sie fragten ihn: Lehrer, Mose hat uns im Gesetz gesagt, wenn ein verheirateter Mann stirbt und seine Frau ohne Kinder hinterlässt, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dafür sorgen, dass der Verstorbene doch noch einen Nachkommen erhält. Nun gab es da 7 Brüder. Der erste heiratete und starb ohne Nachkommen. Da heiratete der zweite Bruder die Witwe, auch er starb kinderlos und ebenso der dritte. So ging es weiter, bis die Frau mit allen 7 verheiratet gewesen war, ohne dass sie Kinder bekommen hätte. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Schließlich waren ja alle 7 Brüder mit ihr verheiratet. Jesus antwortete: Liegt euer Irrtum nicht darin, dass ihr weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes kennt? Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr wie hier auf der Erde heiraten. Es wird ganz anders sein. Sie sind dann wie die Engel Gottes im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht bei Mose gelesen, wie Gott am brennenden Dornbusch zu ihm sagte: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Er ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid völlig im Irrtum. Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn: Welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Jesus antwortete: Dies ist das wichtigste Gebot. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte: Richtig, Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Als Jesus im Tempel lehrte, stellte er die Frage: Wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Christus, der von Gott erwählte Retter, sei ein Nachkomme von König David? David selbst hat doch, geleitet vom Heiligen Geist, gesagt: Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn: Setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Wenn David den Christus also Herr nennt, wie kann er dann Davids Nachkomme sein? Inzwischen hatte sich eine große Menschenmenge im Tempel versammelt. Alle hörten Jesus gespannt zu. Er fuhr fort, sie zu lehren und sagte: Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie laufen gern in langen Gewändern herum und erwarten, dass die Leute sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßen. In der Synagoge sitzen sie am liebsten in der ersten Reihe und bei den Festen wollen sie die Ehrenplätze bekommen. Gierig reißen sie den Besitz der Witwen an sich und ihre langen Gebete sollen bei den Leuten Eindruck schinden. Gottes Strafe wird sie besonders hart treffen.